StudiCast, der Studentenpodcast von Studibuch mit Daniel Jakob. So, erstmal schöne Weihnachten an alle. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden jetzt Zeuge, wie ich mein in Anführungszeichen Geschenk erhalte. Mir wurde aufgetragen, eine Weihnachtsfolge zu produzieren. Was ich da jedoch machen soll, wurde mir nicht gesagt. Mir wurde lediglich versprochen, dass ich alles Notwendige per Post erhalte. Und ratet, wer heute Post bekommen hat. Und ich muss die Folge umgehend aufnehmen. Das wurde mir auch noch gesagt. Also ich habe jetzt alles Notwendige, aber ganz ehrlich, also dieser Brief, da ist maximal ein Gegenstand drin. Ich glaube, es ist eine Münze. Also es fühlt sich zumindest so an. Kennt ihr diese Münzautomaten, die es immer in der Nähe von solchen Sehenswürdigkeiten gibt, wo man dann irgendwie 10 Cent reinschmeißt und dann ist der Eiffelturm hinten drauf? Finde ich wahnsinnig überbewertet, aber vielleicht ist es ja sowas. Finde ich jetzt nicht so kreativ, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, wie ich damit eine halbe Stunde füllen soll. Egal. Ich mache es jetzt auf. Ich weiß es tatsächlich nicht. Das ist sehr spannend. Hat sowas Hörspielmäßiges gerade, ne? So. Ach komm, das ist wie mit Geschenken, man nimmt sich erst vor, es irgendwie schön aufzumachen. Nein, ich mach das so auf. Ach nee, ein USB-Stick. Nützlich, oder? Kann man immer gebrauchen. Also an der Stelle schon mal vielen Dank, liebes Studibuch-Team. Ich würde jetzt mal behaupten, der ist nicht ganz leer. Ne? Schauen wir uns das mal an. So, das Ding nennt sich Podcast-Folge Weihnachten. So heißt dieser USB-Stick. Okay. Jetzt sehe ich Ordner 1, Ordner 2, Einleitung und Schluss. Ich könnte jetzt natürlich disruptiv denken und mal mit dem Schluss anfangen. Aber ich glaube, die haben sich dabei was gedacht. Ich musste jetzt tatsächlich schnibbeln, weil das auf dem Laptop nicht funktioniert hat. Ich habe mir jetzt alles aufs Handy gezogen, habe aber wirklich noch nichts angehört. Versprochen, Studibuch. Einleitung, Schluss. Ordner 1, Ordner 2. Dann starten wir doch mal. Lieber Daniel, es ist Weihnachten, aber so einfach entlassen wir dich nicht in die wohlverdienten Weihnachtstage. Normalerweise bist du ja derjenige, der Fragen stellt, richtig, aber wir dachten uns, wir drehen den Spieß heute einfach mal um. Dazu habe ich dir Fragen in Form von Sprachmemos von ehemaligen Podcast-Gästen zusammengestellt und deine Aufgabe ist es nun, diese live hier in der Aufnahme zu beantworten. Dazu findest du auf dem Stick weitere Dateien, die du dir bitte nach und nach jetzt anhörst und dann beantwortest. Also, freu dich auf die ein oder andere Überraschung und bereite dich auf gemeine Fragen vor. Das ganze Studibuch-Team wünscht dir natürlich frohe Weihnachten und wir freuen uns auf ein neues Jahr mit dir im StudiCast mit tollen weiteren Themen und inspirierenden Gästen. Also mach's gut und natürlich ganz viel Spaß dir jetzt. Also da bin ich jetzt wirklich gespannt, wer sich da hat breitschlagen lassen und fiese Fragen eingeschickt hat. So, Ordner 1 wahrscheinlich, ne? Ah ja. Alena Ria, Annemarie Berlin, Heidrun Link, Jasmin Mittag, Kevin Kogel und Sandra Ebert. An dieser Stelle schon mal vielen Dank für euer Commitment, ohne zu wissen, was ihr da eingeschickt habt. Das ist jetzt alphabetisch angeordnet. Ich fange mal an mit Frau Berlin. Leute, hier sind 12 Dateien drin, Intro, schnelle Fragen und dann noch normale Fragen. Also die nächste halbe Stunde gehört Annemarie Berlin. Das ist ja mega. Hello, hello. Hier ist Annemarie aus den StudiCast-Folgen 17, 24 und 30. Das weiß sie ohne nachzugucken. Und tatsächlich hatten wir schon öfter das Vergnügen, uns gegenseitig zu interviewen. Das stimmt. Also du mehr als ich. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, dass ich mal meinte, dass ich dich super gerne für den StudiCast interviewen würde, weil ja die Hörer nicht so viel über dich wissen. So, here we go. Träume werden sogar in 2020 wahr. Und ich denke, wir beginnen mal, so, gespannt, wie du fast jede Folge beginnst, mit 5 schnelle Fragen an, beziehungsweise 5 wirklich schnelle Fragen an. Heute dann wohl mit dir.
5 wirklich schnelle Fragen an Daniel Jakob. So, dann hören wir uns doch mal an, was Frau Berlin wissen möchte. Interviewer oder Interviewter? Ich glaube eher Interviewer. Ich glaube auch nicht, dass die heutige Folge daran was ändert. Phil Collins oder Helge Schneider? Beide grandios, beide sehr musikalisch, auch wenn das manche nicht anerkennen möchten. Aber ich glaube Phil Collins. Ich glaube, die Musik, die hat mehr mit mir gemacht. Hund oder Katze? Und überleg noch mal ganz genau, was hier die richtige Antwort ist. Die richtige Antwort wäre natürlich Katze. Okay, es ist Katze, solange sie nicht auf meinem Gesicht schlafen. Bin nämlich allergisch. Lieber Tommy oder lieber Felix? Ich kann mich schon mit beiden irgendwie ein bisschen identifizieren, in gewisser Weise. Ich glaube aber eher Tommy. So rein von unserem Werdegang und was wir so tun, bin ich, glaube ich, Tommy ein bisschen ähnlicher. Und die letzte Frage, du kennst sie eigentlich schon, mehr Daniel oder mehr Jakob? Ja, die Kombo, die macht's schon, aber ich glaube mal mehr Jakob. Ja, wir haben ja in unseren Folgen über super viele verschiedene Themen geredet und du redest ja allgemein im Studicast über sehr, sehr viele verschiedene Themen. Aber vielleicht erinnerst du dich noch an Folge 17, wo du von deiner Homepage erzählt hattest, welche du mal mit 11 Jahren erstellt hast. Und ich glaube, es interessiert alle Hörer brennend, was genau das für eine Homepage war und welche spannenden Themen du da beleuchtet hast. Also, ich werde die Domain nicht verraten, die bleibt ein wohlgehütetes Geheimnis. Ich habe da alle spannenden, sehr relevanten Themen für einen Elfjährigen beleuchtet. Von Fußball über Wrestling. Ich hatte einen schönen Steckbrief und ein schönes Gästebuch. Also dieses Gästebuch, da sind tatsächlich so viel Perlen drin. Das ist nochmal Stoff für eine weitere Folge. Na gut, kommen wir mal wieder zu den aktuelleren Sachen. Du hast ja in deiner Studiebuchkarriere schon super viele Personen interviewen dürfen. Was war ein ganz besonderer Moment für dich oder gibt es da etwas, was vielleicht besonders witzig war oder besonders bewegend für dich? Oh, mit dieser Frage kann ich gut teasern. Was besonders witzig war im Studicast, erfahrt ihr nächste Woche. Da gibt es ein kleines Special. Und rate mal, wer da einen Gastauftritt hat. Annemarie. ansonsten muss ich tatsächlich sagen, dass ich sehr, sehr viel Glück hatte mit meinen Gästen, worüber ich auch sehr froh bin. Also ich meine, es gibt ein Vorgespräch, es gibt ein Gespräch danach und gerade diese Aufnahmen, die wir vor Corona gemacht haben, als ich bei Studibuch das alles aufgenommen habe, als da abends Leute zu uns kamen, wir uns erstmal hingesetzt haben, ein bisschen geredet, dann irgendwann das Mikro eingeschalten und das Gespräch aufgenommen und danach nochmal lang zusammengesessen. Das war schon sehr besonders. Also das waren schon schöne Erlebnisse, aber da möchte ich auch keine Person einzeln hervorheben, weil wie gesagt, ich hatte sehr, sehr viel Glück mit meinen Gästen. Und wenn du jemand Besonderes bzw. Berühmtes zum Studicast einladen könntest, egal wen würdest du einladen? Ich würde gerne mal mit Tommy Schmidt über Kommunikationswissenschaft sprechen. Also Tommy, wäre super, wenn wir das mal hinkriegen, ne? Alle berühmten Persönlichkeiten haben ja auch eine Wikipedia-Seite. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass du noch gar keine hast. Aber wenn du deine selbst schreiben könntest, wie würden die ersten 5 Zeilen in deinem Wikipedia-Beitrag lauten? Stichwort unangenehme Fragen. Ich strebe sowas nicht an, einen Wikipedia-Artikel zu haben, liebe Annemarie. Aber, Gott, wie würde das lauten? Keine Ahnung. Ich würde die Frage einfach mal weitergeben an dich, Annemarie, wenn du da so konkrete Vorstellungen hast. Schreib mir das doch einfach mal und wenn es gut ist, vielleicht veröffentlichen wir es. Ja gut, und zum Schluss vielleicht noch 2 etwas leichtere Fragen. Fangen wir mal mit der hier an. Wie viele Stories hast du bei Instagram jetzt eigentlich stumm geschaltet? Du hast ja ein bisschen angeteased in der 17. Folge, aber wie viele sind es wirklich? Oh, warte mal, wie viele Seiten hast du, Annemarie? Also deine normale, nein, Spaß. So 15 oder so, hätte ich jetzt mal spontan gesagt.
Also ein paar tatsächlich. Schande über mein Haupt, dass ich nicht die Coronis habe, dieses Profil dann zu löschen, sondern es stumm schalte. Aber manchmal muss es einfach sein, oder? Kennt ihr doch. Und die beste Frage zum Schluss. Wie viele unwitzige Katzenmemes schaust du dir täglich eigentlich so an? Das kommt immer drauf an, wie häufig du mir schreibst, liebe Annemarie. Aber sehr, sehr viele. Aber ist ja Qualitätscontent, muss man auf jeden Fall sagen, was du da tagtäglich lieferst. Deswegen vielen Dank auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich über die Feiertage natürlich ganz, ganz viele dieser Katzenmemes bekomme. Und wünsche dir schöne Weihnachten, liebe Annemarie. Vielen Dank, dass du da mitgemacht hast. Und Annemarie war tatsächlich so eine Person, die 2020 wirklich an vielen Stellen sehr viel erträglicher gemacht hat. Wir hatten sehr coole Momente zusammen und ich wünsche dir natürlich nur das Beste für 2021. So, nächster Ordner, Alena Ria. Wir gehen nach Tirol. Bitteschön. Hallo, hier ist die Alena aus dem schönen Land Tirol und hier sind meine Fragen an dich. Was ihr immer schon wissen wollt, was sind deine Dating Red Flags? Okay, Dating Red Flags. Exzessive Smartphone-Nutzung währenddessen finde ich ganz schlimm und ansonsten würde ich jetzt mal sagen, so viel kann man gar nicht falsch machen. Vielleicht, wenn man nur so von sich redet. Finde ich anstrengend. Aber ansonsten fällt mir da jetzt spontan nicht so viel ein, muss ich sagen. Zweites, mit welcher historischen Persönlichkeit würdest du gerne auf ein Date gehen und warum? Ha, schwierig. Da könntest du jetzt, glaube ich, viel besser sagen, wer gut zu mir passen würde. Ich glaube, ich würde mal ganz weit zurückgehen und Kleopatra sagen, weil sie war eine starke Frau, hatte Diener und hatte Stil. Ja, ich glaube Kleopatra tatsächlich. Und die letzte Frage ist, wirst du auch manchmal gerne auf einen Drink eingeladen? Sehr gerne. Und da nehme ich natürlich auch immer was sehr Teures. Nein, mag ich wirklich sehr. Bin da auch nicht irgendwie mit komischem Klischee-Denken ausgestattet. Also go for it. Ich bin mal gespannt, wann wir mal ein Skiwasser zusammen trinken, du. Schöne Grüße nach Tirol und hab eine ganz tolle Weihnachtszeit. So, weiter geht's mit Heidrun Link. Wir haben, glaube ich, die meisten Folgen aufgezeichnet. Erst neulich wieder ein paar Corona-Specials. Freut mich sehr, dass du mitmachst. Jetzt bin ich mal gespannt. Hallo lieber Daniel, hier ist die Heidrun und hier kommt meine Frage Nummer 1. Was war dein Highlight im Jahr 2020? Mein Highlight in 2020? Ich war ein paar Wochen in Südfrankreich, das war sehr, sehr schön. Davon zehre ich gerade immer noch. Und ansonsten würde ich vielleicht sagen, dass ich trotz dieses besonderen Jahres die Möglichkeit hatte, sehr viele Menschen, natürlich vor allem durch berufliche Tätigkeiten irgendwie kennenzulernen. Aber das war sehr bereichernd, muss ich sagen. Und genau, ich glaube, das war so wirklich ein Highlight. Die Frage Nummer 2 lautet, wo siehst du dich in 10 Jahren, also im Dezember 2030? Boah, Dezember 2030, spannend. Wir haben ja vor diesem Jahr so ganz viel über die goldenen 20er geredet, die es bisher leider irgendwie noch nicht so sind. Ich habe trotzdem die Hoffnung, dass sie es vielleicht noch werden. Ich hoffe, ich kann in 10 Jahren immer noch einen Podcast machen, wie auch immer der heißt, aber das macht mir sehr viel Spaß. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass ich weiterhin in dieser Medienwelt rumtingeln darf und das, was ich so bisher erlebt habe, weiterhin genießen darf, weil das macht mir sehr viel Spaß. Und die dritte Frage ist, was tust du morgens als allererstes? Also was ist deine erste Aktion, wenn du morgens deine Augen öffnest?
Ich bin gespannt. Viele Grüße. Das Erste, was ich mache, ist mich unfassbar lang strecken. Ja. Gar nicht so, dass mir das irgendwann mal jemand gesagt hat, dass das gut wäre oder so, sondern irgendwie mache ich das immer. Dann habe ich so das Gefühl, ich bin so aktiviert. Der Kadaver ist in Bewegung gesetzt sozusagen. Vielen Dank dir, Heidrun, und auch vielen Dank für insgesamt 4 Folgen, in denen du mitgewirkt hast. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns im kommenden Jahr mal live bei Studibuch. Weiter geht's mit Jasmin Mittag. Wir gehen also nach Hannover. Mit Jasmin hatte ich auch 2 sehr schöne Gespräche. Habe es wirklich sehr genossen, mit ihr zu sprechen, weil sie unglaublich begeisterungsfähig und interessiert ist. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt für Fragen kommen. Hallo Daniel, hier ist Jasmin von Minimalismus jetzt und wer braucht Feminismus? Ich habe 3 Fragen an dich und bin sehr auf deine Antworten gespannt. Erstens, was ist dein wichtigster, liebster Gegenstand? Ich habe mal zu meinem 18. Geburtstag so einen riesigen Bilderrahmen bekommen, wo so Bilder von meinem Leben bis 18 drin sind und der hängt bei mir daheim im Kinderzimmer und den schaue ich sehr, sehr gerne an. Ich glaube, das ist mein liebster Gegenstand tatsächlich. Zweitens, wenn du dich für einen Ort auf der Welt entscheiden müsstest, an dem du den Rest deines Lebens verbringst, welcher wäre das? Sehr, sehr gute Frage, wow. Also ich könnte mir für mein Leben vorstellen, dass sich dieser Ort sehr häufig ändert. Also nicht zu häufig, aber dass er sich schon noch ändert. Wenn ich mich jetzt aber auf einen Ort festlegen muss, dann wäre es, glaube ich, Heidelberg. Weil das irgendwie meine erste Bezugsstadt sozusagen war, weil ich die Altstadt dort mag, weil das Wasser dort toll ist und ja, und die Menschen super. Und deswegen würde ich sagen Heidelberg. Und drittens, was war dein schrecklichstes Erlebnis beim Dating? Ja, da bin ich selber schuld daran, dass ich so viele Date-Fragen beantworten muss, wenn wir so viele Folgen dazu machen. Mein schlimmstes Erlebnis? Ich wurde mal in einer relativ kalten Nacht 3 Stunden lang durch irgendeine hässliche Stadt, ich möchte die jetzt nicht namentlich nennen, geführt. Und das war wirklich maximal unangenehm, wenn es hieß, lass uns doch nochmal eine kleine Runde drehen. Man glaubt gar nicht, wie einen eine hässliche, dreckige, versiffte Stadt runterziehen kann. Da kann selbst ich nicht mehr coole Gespräche führen. Vielen Dank der Jasmin und an alle da draußen. Ich kann Jasmins Podcast Minimalismus jetzt wirklich sehr ans Herz legen. Sie macht da wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Unter anderem hat sie ihre Wohnung gekündigt und wird mal als Experiment in den kommenden Monaten an jeweils anderen Orten wohnen. Und das begleitet sie in ihrem Podcast. Finde ich total spannend und wirklich eine sehr, sehr inspirierende Frau. Und bin sehr dankbar, dass ich sie kennenlernen durfte. Das bin ich natürlich auch beim nächsten Ordner, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, genau. Meinem besten Schulfreund, der auch schon mal hier im Podcast zu Gast war, als leidenschaftlicher und sehr erfolgreicher, wie wir seit diesem Jahr auch wissen, Hobbykoch, schätze ich mal, dass die Frage dahin geht. Moin Daniel, folgende Frage an dich. Und zwar geht es um die Internetplattform ICQ. Mich würde persönlich interessieren, hattest du die früher auch? Wenn ja, was für Nutzernamen hattest du vielleicht? Was sind deine Erinnerungen daran? Und kannst du deine Nummer noch auswendig? Liebe Grüße aus Gießen und viel Spaß mit der Frage. Ja, liebe Grüße zurück. Ich kann die Nummer noch auswendig, 387-622-895. Also, edit mich. Und den Namen weiß ich nicht mehr. Ich weiß, ich hieß bei Skype Pfefferminztee95. Das weiß ich noch. Aber meinen ICQ-Namen weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber war eine schöne Zeit, muss ich sagen. Also ICQ habe ich wirklich gemocht, weil man sich damals noch auf dieses mit Freunden in Kontakt stehen, so richtig gefreut hat. Ich habe so das Gefühl, dadurch, dass wir das jetzt immer können, verliert das so ein bisschen an Reiz. Manchmal wünsche ich mir diese ICQ-Zeit zurück. Und
mit einem freudigen Au beende ich jetzt diese Frage. So, und jetzt aufgepasst, StudiCast Ultras. Sandra Ebert, die war in Folge 4 zu Gast. Unfassbar. Finde ich sehr cool, dass sie mitmacht. Bin mal gespannt. Okay, zwei Dateien. Hallo lieber Daniel, hier ist Sandra von der Zero Bullshit Company und mich würde mal interessieren, was das peinlichste Weihnachtsgeschenk war, das du jemals jemand gekauft hast. Gute Frage. Ihr stellt alle so gute Fragen. Wirklich. Also eigentlich könnt ihr meinen Job machen. Also ich würde sagen, ich bin erstmal ein sehr guter Schenker. Ich glaube wirklich, dass ich immer gute Sachen aussuche. Ich mache mir auch wirklich immer Gedanken, was ich schenke. Das vorweg. So was richtig Peinliches, was ich geschenkt habe, habe ich in dem Sinne nicht. Ich hatte was mal peinlich für mich war. Ich hatte mit 13 mal eine Freundin und der wollte ich eigentlich zu Weihnachten ein Armband schenken, das ich dann hab gravieren lassen, irgendwie für 10 Euro oder sowas. Und also mit unseren Anfangsbuchstaben. Und dann hat sie sich tatsächlich über den Weihnachtsurlaub entschieden, dass sie glaubt, dass es nicht mehr so passt zwischen uns. Und entsprechend liegt dieses Armband immer noch bei mir daheim irgendwo rum und wartet auf einen Besitzer mit entsprechendem Anfangsbuchstaben. Außerdem würde mich interessieren, ob du ein Plätzchenbacker bist und ob dir in der Weihnachtsbäckerei schon mal irgendwas Peinliches oder Witziges passiert ist, das du mit der Crowd teilen willst. Bin schon gespannt auf deine Antworten und wünsche dir schon mal ein frohes Weihnachtsfest. Ich bin kein Plätzchenbacker, ich bin ein Plätzchenkonsument und das Einzige, was ich backen kann, sind Franzbrötchen. Und das auch nur, wenn ich ganz strikt am Rezept bleibe tatsächlich. Da muss ich dich leider enttäuschen. Aber, wie gesagt, Konsument, also immer her damit. Vielen Dank, liebe Sandra. Und damit, wenn ich das richtig sehe, habe ich Ordner 1 abgehakt. So, schauen wir uns mal Ordner 2 an. Als erstes anhören gibt's wieder, Achtung, Sie hören jetzt Annika Herkle. So, Daniel. Teil 1 hast du schon mal ganz gut gemeistert, würde ich sagen. Jetzt haben auch noch ein paar vom Studiebuchteam Fragen an dich. Also, weiter geht's. Wie fühlst du dich denn so in deiner umgekehrten Rolle? Macht's Spaß? Ach, und ich hätte auch gleich noch eine Frage an dich zum Warmwerden. Wenn du dich mit einem Tier identifizieren könntest, welches wäre das denn? Ja, macht Spaß. Ihr stellt wirklich alle sehr gute Fragen, inklusive dir. Ein Tier, das wäre auf jeden Fall das Baby-Alpaka, weil ich finde, Alpakas haben ein ganz, ganz tolles Leben, meistens. Ich habe immer nur glückliche Alpakas gesehen. Und Premium-Tipp von mir, abonniert solche Hashtags. Ich habe den Hashtag Baby-Alpaka auf Instagram abonniert und ihr glaubt gar nicht, wie viel Freude es bringt, wenn ihr zwischen diesen ganzen sehr bearbeiteten, wunderschönen Bildern ab und an mal so ein paar Baby-Alpakas seht. Also, macht das. Hi Daniel, hier ist Mariella von StudiBuch. Ich habe 3 Fragen an dich, die mich sehr interessieren würden. Und zwar die Frage 1 ist, welcher ist eigentlich dein Lieblingspodcast? Also vom StudiCast natürlich abgesehen. Gute Frage. Eigentlich müsste ich jetzt sagen Gemischtes Hack, aber ich sag tatsächlich Baywatch Berlin. Kennen bestimmt auch einige und mag ich deshalb so sehr, weil da zwei Akteure, nämlich Jakob Lund und Thomas Schmidt, die eigentlich im Hintergrund dieses ganzen Joko und Klaas Kosmos arbeiten, so ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken und man einfach mal sieht, was für unfassbar gute Typen das sind. Klaas natürlich auch, nicht falsch verstehen. Aber man kriegt auch einfach sehr viel von diesem Medienbusiness mit und ich glaube gerade diejenigen, die so ein bisschen in diesem Bereich tätig sind, die werden die eine oder andere Anekdote in ähnlicher Art und Weise bestimmt schon mal erlebt haben. Frage 2, wie bist du eigentlich zum StudiCast gekommen? Ich habe die beiden Gründer von StudiBuch, Lutz und Micha, mal fürs Radio interviewt.
Das war, glaube ich, 2017 und wir sind dann über die Jahre hinweg immer wieder in Kontakt geblieben, auch dank einer guten Freundin von mir, die damals bei Studibuch gearbeitet hat. Und die hat immer mal wieder so den Kontakt hergestellt, mich so auf dem Laufenden gehalten, was bei Studibuch so los ist und erzählte mir dann irgendwann mal, die möchten gerne einen Podcast machen und könnten sich das vorstellen, mit mir zu machen. Und dann haben wir uns tatsächlich dann getroffen, mal über dieses Konzept, diese Idee gesprochen und dann nochmal getroffen und dann gesagt, wir machen das jetzt einfach. Und daraus sind jetzt schon 53 mit der heutigen Folgen geworden. Und dass wir damit so viele Menschen erreichen, hätten wir tatsächlich nicht gedacht. Deswegen auf jeden Fall eine gute Entscheidung, glaube ich. Und Frage 3, hast du eigentlich Vorsätze für 2021 und wenn ja, welche? Ich wünsche dir ganz schöne Weihnachten und viel Spaß beim Aufnehmen von der Folge. Ich freue mich dann schon, wenn ich sie hören darf. Bis dann. Vorsätze habe ich tatsächlich keine. Also ich probiere, wenn ich mir was vornehme, es relativ zeitnah umzusetzen, unabhängig davon, ob es jetzt in ein neues Jahr sozusagen geht. Aber ich glaube, für viele kann das auch eine sehr sinnvolle Sache sein. Deswegen, ich möchte das nicht abtun, solche Neujahrsvorsätze, aber für mich funktioniert das irgendwie nicht. So, weiter geht's mit dem lieben Niklas von Studibuch. Dieses Jahr war es ja leider nicht so wirklich möglich, groß feiern zu gehen in Clubs, ja, oder auf Konzerte zu gehen, sich mit Freunden zum Beispiel zum Trinken in Bars oder Kneipen zu treffen und so weiter. Und deswegen möchte ich dich an dieser Stelle fragen, was in diesem Jahr so deine neue Lieblingsbeschäftigung war, die du jetzt sozusagen für dich neu entdeckt hast, die du jetzt machst, statt dem Feiern gehen oder dem Freunde treffen. Sehr gute Frage. Podcasten. Nein. Oh, ich habe was Cooles. Und zwar spiele ich gerade relativ regelmäßig mit Freunden, die ich jetzt auch irgendwie, ich bin umgezogen, die ich jetzt hier neu kennengelernt habe, Among Us. Das ist jetzt kein Geheimtipp mehr, glaube ich, aber unfassbar gutes Spiel. Also alle, die es noch nicht gemacht haben, ich bin eigentlich überhaupt kein Gamer-Typ oder sowas, aber Among Us ist wirklich richtig, richtig gut und richtig, richtig witzig. Und hat mir tatsächlich schon schöne Abende beschert. Also da würde ich sagen, das ist jetzt kein Ersatz fürs Feiern gehen oder sowas, aber dennoch eine sehr schöne Abendbeschäftigung. So, und zu guter Letzt hat die liebe Saskia noch zwei Fragen geschickt. So, einen Moment. Warum heißt Dusch das, nicht Dusch dich? Ja, warum eigentlich nicht? Ich glaube, Marketingideen stecken dahinter, weil Dusch dich würde ja bedeuten, dusch dich, aber es ist uns egal, mit was du duschst und dusch das, weil du genau dieses Produkt benutzen sollst. Also ich glaube, da stecken reine Marketingüberlegungen dahinter. Was passiert, wenn man sich zweimal halb tot lacht? Dass diese richtig schweren Fragen dann zum Ende noch kommen. Was passiert, wenn man sich zweimal halb tot lacht? Im Zweifelsfall geht es einem dann richtig gut, weil Lachen richtig hilft. Und wenn ich jetzt das richtig sehe, bin ich durch. Wow, ich habe alle Fragen beantwortet. Mega. Jetzt gibt es noch einen Schluss. Und bevor es den Schluss gibt, hat Saskia gerade schon das Stichwort gegeben. Zweimal halb tot lachen. Das könnt ihr auch nächste Woche. Da gibt's nämlich unseren besonderen Jahresrückblick, die besten Lacher 2020. Schaltet auf jeden Fall ein, weil Lachen ist, glaube ich, das, was wir dieses Jahr definitiv tendenziell eher zu wenig als zu viel gemacht haben. Da freue ich mich nochmal drauf. Und das waren die letzten Worte von mir. Und jetzt gibt's noch einen Schluss. Und ich sag vielen Dank ans Studibuch-Team. Vielen Dank Annika, die das gemacht hat. Und bis nächste Woche. Hi, ich bin's nochmal. Ja, ich weiß schon wieder. Aber du weißt ja, alle guten Dinge sind drei. Jetzt hast du es auch schon fast geschafft. Erzähl doch aber zum Schluss noch unseren Hörern, was sie so im neuen Jahr alles erwartet im Podcast und auf was sie sich und natürlich auch wir uns freuen können.
Ich hoffe natürlich, du hattest Spaß und ich würde sagen, du hast uns ganz gut unterhalten. Also mach's gut und genieß die Weihnachtszeit. Okay, dann habe ich doch nochmal das letzte Wort. Ja, mache ich sehr gerne, Annika, weil wir ja da gerade schon in Planung sind und, glaube ich, sehr, sehr coole Sachen schon angeschoben haben. Vielleicht treffen wir den Gründer von Jodel. Vielleicht ist ein Profisportler bald wieder zu Gast. Vielleicht ist eine Top-Journalistin zu Gast. Vielleicht geht's um das Thema Geld sparen. Und mehr möchte ich jetzt gar nicht verraten. Macht's gut. Schöne Weihnachten.